Ja, die neue Basketball-Saison steht bevor. In 4 Wochen geht es für uns in Würzburg endlich wieder los. Erste Basketball-Bundesliga am 3. Oktober gegen TBB Trier. Damit das Warten nicht so lange dauert auf den Bundesliga-Start in Würzburg, versüßen wir euch die Offseason ein bisschen mit ein paar Spielerporträts, Interviews. Heute zum ersten Mal bei uns zu Gast unser Nachwuchstalent Maxi Kleber. Maxi, die ersten 2 Wochen sind vorbei in der Vorbereitung. Du warst leider lange verletzt. Wie sieht es bei dir momentan aus fitnesstechnisch? Kannst du voll mittrainieren? Bist du topfit? Bis jetzt habe ich alle Trainingseinheiten komplett mitgemacht und mir geht es eigentlich auch gut. Also ich habe jetzt keine Probleme mit meinem Knie oder meinem Knöchel. Man hat es gemerkt beim ersten Freundschaftsspiel gegen Japan zu Hause in der S-Oliver Arena, beim Jubel der Zuschauer, als du in die Halle eingelaufen bist, dass viele sehr froh sind, dass du den Vertrag in Würzburg unterschrieben hast. Jetzt gab es aber auch einige, die gesagt haben, nach seiner langen Verletzungspause musste Maxi doch eigentlich Spielpraxis sammeln, vielleicht besser mal in der Pro A. Du hast dich für Würzburg, für die erste Liga entschieden. Warum? Naja, natürlich erstmal, weil Würzburg ja meine Heimat ist. Und zum Zweiten, ich habe viele Gespräche mit dem John geführt und auch mit den Geschäftsführern. Und der John hat mir eben das Vertrauen gegeben und deswegen habe ich gesagt, ich möchte es in Würzburg trotzdem mal versuchen. Jetzt warst du die vergangenen Wochen in Amerika bei der Nike Global Challenge in der deutschen Auswahl gespielt. Wie war das für dich sportlich? Wie ist es gelaufen? Und gab es vielleicht schon die ersten Angebote aus den USA? Also sportlich ist es sehr gut gelaufen. Wir haben zwar nur ein Spiel leider gewonnen, aber für mich persönlich war es ein großer Erfolg und zwar auch eine schöne Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und es kamen auch Angebote, also nicht an mich persönlich, aber der Bundestrainer wurde natürlich schon gefragt. Aber also ich habe nicht persönlich mit den Leuten geredet. Du warst ja dann auch im All-Star-Team sogar, glaube ich, im Internationalen. Ja. Wie wäre das für dich persönlich? Ist es denkbar oder ein Wunsch, mittelfristig in die USA zu gehen? Ja, NBA ist natürlich immer so ein Traum, den jeder Basketballspieler wahrscheinlich hat, aber da muss man erstmal abwarten. Also man muss Schritt für Schritt gehen und deswegen ist jetzt der nächste Schritt erstmal hier in Würzburg die Bundesliga zu schauen. Ja, die nächsten Schritte will auch John Patrick mit dir gehen. Er spricht ja sehr positiv von dir, auch von deiner Entwicklung, jetzt schon auch kurzfristig, war sehr begeistert von deiner Leistung gegen Japan. Wie arbeitet er mit dir als junger Spieler? Spricht er mit dir vielleicht mehr als mit einer Erfahrenerin? Merkst du, dass er dich aufbauen möchte? Also während dem Training versucht er mich natürlich wie jeden anderen Spieler zu behandeln. Also will natürlich keinen Spieler jetzt bevorzugen. Aber nach dem Training und vor dem Training gibt er mir schon Tipps, was ich hätte besser machen können. Und zum Beispiel jetzt im Stechert Cup gegen Schubert, wo ich einmal gesprungen bin, Tipps, dass ich am Boden bleiben muss und alles. Also, wie war so das Gefühl jetzt am Wochenende im Stechert Cup, diese doch durchaus Bundesliga-Atmosphäre? Es waren so zwischen 4.000 und 5.000 Zuschauer in der Stechert Arena in Bamberg. Es ging gleich im Franken-Derby im Halbfinale ran. Es war eine tolle Atmosphäre. Was war das für ein Gefühl für dich als junger Spieler, auch da auflaufen zu dürfen? Es war schon mal ein guter Vorgeschmack, denke ich, auf die Bundesliga. Also es hat schon Spaß gemacht, mit den Jungs da aufzulaufen. Und ich denke mal, dass es während der Saison auch so sein wird. Aber ich denke, es ist auch eine wahnsinnige Umstellung auch für dich, allein vom Körperlichen her. Man sieht es auch, dass es da in der ersten Liga schon ganz anders zur Sache geht. Ja, wir sind alle, ich muss noch ein bisschen Muskelmasse aufbauen. Wir sind alle ein bisschen stärker und vor allem auch so groß wie ich. Und viele, die eben auch so groß wie ich sind, die können jetzt auch werfen. Also es hat sich schon einiges verändert. Das Spiel ist auch taktisch schneller geworden und also man merkt die Umstellung schon. Wie ist denn dein Stand in der Mannschaft als junger Nachwuchsspieler? Merkst du, dass die erfahreneren Spieler dir versuchen zu helfen, dir Tipps geben auch? Oder merkst du, es ist ein Konkurrenzkampf jetzt einfach? Jeder will natürlich spielen, jeder will persönlich auch gute Stats haben, jeder will aber auch den Erfolg der Mannschaft. Wie wirst du da aufgenommen? Nee, also die Spieler versuchen schon mir die ganze Zeit Tipps zu geben. Sie sagen mir, sie sagen zu mir selbst, ich soll die Würfe nehmen, ich brauche die Würfe. Und natürlich ist ein gewisser Konkurrenzkampf vorhanden, aber das geht jetzt nicht so weit, dass die Spieler mir die Würfe klauen oder den Ball nicht, mit Absicht nicht zu mir spielen. Oder so. Wieso die Stimmung in der Mannschaft? Von außen hat man nach den ersten 2 Wochen durchaus das Gefühl, dass es ein lustiger Haufen ist, der, wo auch schnell ein Zusammenhalt da sein kann. Ja, die Stimmung ist auch immer gut, also auch im Training, auch außerhalb. Wir haben, haben schon Basketballspiele zum Beispiel jetzt von der Nationalmannschaft zusammengeguckt und die Stimmung ist eigentlich immer gut. Wir verstehen uns auch alle, von daher ist es eigentlich kein Problem. Jetzt spricht man natürlich dann auch in der Mannschaft sicherlich ein bisschen über die kommende Saison. Was ist möglich? Was wollen wir wirklich erreichen? Klar, offiziell heißt es natürlich erstmal der sichere Klassenhalt in der ersten Basketball-Bundesliga. Aber sind da ein oder andere Spieler auch dabei, die vielleicht höhere Ziele haben? Was ist dein persönlich sportliches Ziel? Was hältst du für realistisch in unserer ersten BBL-Saison wieder? Das kann ich schwer einschätzen. Das ist ja auch mein erstes Jahr jetzt in der ersten Bundesliga. Ich denke, wir sollten erstmal beim Saisonziel Klassenerhalt bleiben und dann eben schauen, was alles noch möglich ist. Deine persönlichen Ziele? Möglichst viel Spielzeit zu bekommen, um die gut zu nutzen. Du hast jetzt vor ein paar Wochen das Abitur erfolgreich abgeschlossen, mit einem deutlich besseren Schnitt als Dirk Nowitzki. Was sind deine privaten, persönlichen Pläne für die nächsten
Monate, Jahre? Strebst du vielleicht irgendwann mal neben dem Basketball auch, wenn es möglich ist, zeitlich ein Studium an? Oder verlässt du dich jetzt erstmal voll auf die Basketballkarriere? Also ich habe mich mal sicherheitshalber jetzt im Fernstudium eingeschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich dem Studium nachgehe, weil es jetzt auch nicht so mein Fach ist. Das Problem ist halt, dass ich... Hauptsache mal was gemacht. Ja, so quasi, weil das Problem ist ja mit Basketball, dass die Standorte oft wechseln und deswegen kannst du eigentlich nicht an eine feste Universität gehen. Und im Fernstudium gibt es eben nicht so viele Angebote. Welches Fach, lass mich raten, BWL? Volltreffer. Max, wir wünschen dir fürs Fernstudium und vor allem auch sportlich für die kommende Saison den maximalen Erfolg. Wir sind sehr froh, dich weiter in Würzburg haben zu dürfen. Die Fans haben es auch gezeigt gegen Japan, wie gesagt. Toi, toi, toi und viel Erfolg beim Bundesliga-Start am 3. Oktober. Dankeschön.